Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, ihr seht es schon, es sieht richtig herbstlich aus hier im Wald und es schüttet wie aus Eimern. Ja, zum Start ins erste Novemberwochenende geht es bei mir heute, wie man sehen kann, in den Buchenmischwald. Und ich werde heute einfach so ein bisschen rumschauen, welche Arten sich jetzt hier noch finden lassen. Ja, Arten, mit denen man rechnen kann, sind auf alle Fälle die Herbsttrompeten, vielleicht Herbstlorcheln, die Grubenlorchel und lauter so typische spätherbstliche Arten. Ja, und vielleicht ist auch wieder die ein oder andere Überraschung dabei. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Ja, und dann drehen wir eine schöne, entspannte und hoffentlich sehr, sehr interessante Waldrunde. Auf geht's! Ja, und der erste Pilzfund auf der heutigen Fundliste ist wieder mal der Semmelstoppelpilz. Ja, wie vor ein paar Wochen beschrieben, hatten die bei uns ein mega schlechtes Jahr, sind kaum erschienen. Ja, und jetzt herrscht wahrscheinlich so ein bisschen Torschlusspanik. Und in fast allen Wäldern, wo die bei uns vorkommen, tauchen die langsam aber sicher auf. Ja, hier jetzt noch der Blick auf die Hutunterseite mit den typischen Stoppeln bzw. Stacheln. Ja, und wie man an der Länge wieder erkennen kann, ist es auf alle Fälle schon ein älteres Exemplar. Ja, man sieht es auch, denke ich, an der Größe. Auf alle Fälle leider nichts mehr für den Speisepilzkorb. Ja, schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen jüngeren Semmelstoppelpilz, den wir dann vielleicht auch mal ins Körbchen packen können. Ja, und die zweite Art auf der heutigen Fundliste ist ein echter Klassiker jetzt im Spätherbst. Und zwar die Herbst- oder Totentrompete. Ja, hier haben wir eine und hier oben sogar zwei auf einmal. Ja, und normalerweise ist dieser ganze Hang voll mit diesen Herbst- oder Totentrompeten. Dieses Jahr, wie gesagt, haben die bei uns gar kein gutes Jahr. Und dementsprechend sind es auch hier wieder nur eine Handvoll von diesen Herbst- oder Totentrompeten. Ja, und deswegen werden wir die auch schonen und stehen lassen. Ja, und jetzt sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, schaut's mal. Versteckt sich hier tatsächlich ein ganz, ganz junger Feuersalamander. Ja, ich habe schon ein paar von denen gesehen und abgelichtet. Aber hier jetzt mal ein relativ junges Exemplar. Und gerade jetzt, wo es in den November reingeht, ja, und es regnet, kriechen die hier überall rum. Also sicherlich der 5., 6., den ich sehe. Ja, und ich glaube, ich werde jetzt so ein bisschen filmen und beobachten. Und dann hänge ich euch das an die heutige Pilztour dran. Das sind einfach nur wunderschöne Tiere. Ja, und dieses Jahr wieder massenhaft hier vertreten. Und das freut mich dann natürlich besonders. Weil so häufig sind diese Feuersalamander dann wirklich auch nicht mehr. Und gerade wenn sie so jung sind wie dieser Feuersalamander, ist es natürlich umso schöner. Schaut's mal, auf wen ich jetzt hier gestoßen bin. Tatsächlich nochmal der Riesenporling. Ja, und diese Riesenporlinge hatten bei uns ein sensationell gutes Pilzjahr. Sind so häufig erschienen wie in sonst keinem Pilzjahr und auch außergewöhnlich groß geworden. Der hier hat die besten Zeiten aber auf alle Fälle schon hinter sich. Ja, der hängt mehr, als dass er steht. Und der ist schon sehr, sehr stark am Vergehen. Aber trotzdem eine weitere Art, die wir auf die heutige Fundliste packen können. Ja, und ich glaube, seit September hat man den nicht mehr. Also auch nicht so ein alltäglicher Anblick. Gerade jetzt auch im November. Wunderbar. Ja, und jetzt schauen wir weiter, was sich sonst noch zeigt. Immerhin, drei Arten sind schon mal geworden. Ja, und zumindest die Rotfußröhrlinge scheinen nochmal anzuschieben. Überall zeigen sich hier junge Exemplare, wahrscheinlich vom Herbstrotfußröhrling. Ja, machen wir am besten gleich mal ein Schnittbild und überprüfen das. Ja, wie man sehen kann, überwiegend gelbliches Stielfleisch. Damit ist es klar, es ist der vermutete Herbstrotfußröhrling. Ja, und insgesamt scheint zumindest bis jetzt bei den Röhrlingen ganz, ganz wenig nur noch los zu sein. Das hier ist jetzt mal eine rühmliche Ausnahme. Ja, und der erste Röhrlingsfund auf der heutigen Waldrunde. Schauen wir mal, ob sich noch eine Röhrlingsart zeigt, aber ich bezweifle es ehrlich gesagt so ein bisschen. Ja, und hier am Weg war ich eigentlich auf der Suche nach der Herbstlorchel. Und wer taucht auf?
Die Grubenlorkel. Sehr, sehr interessant. Ich habe hier in den letzten Jahren mehrmals exakt an dieser Stelle die Herbstlorkel gefunden, die ja diese charakteristischen milchig-weißen Farben hat. Ja, und hier jetzt eigentlich ziemlich genau an der gleichen Stelle, wo immer die Herbstlorcheln standen, wenn sie sich denn gezeigt haben, wachsen Grubenlorcheln. Ja, wie schon erklärt, diese Grubenlorcheln kann man sehr, sehr einfach daran erkennen, weil die eben diese dunklen Farben haben. Und die Herbstlorcheln eben diese typisch milchig-weißlichen Farben. Ja, und ich bin am Überlegen, ich glaube, heute werde ich mir diese große Grubenlorchel mal ins Köpfchen packen. Und vielleicht drückt es ein bisschen die Daumen, dass wir vielleicht auch die Herbstlorchel finden. Weil dann können wir endlich mal den direkten Vergleich von der Gruben- und der Herbstlorchel drehen. Das wäre natürlich fantastisch. Ja, so machen wir es auch. Heute nehme ich die Grubenlorchel mit. Und dann schauen wir mal, dass wir heute unbedingt auch noch die Herbstlorchel auftreiben. Ja, auch wenn sie insgesamt, wie beschrieben, ganz schlechtes Jahr haben, an ein paar Stellen kann man doch wirklich wunderschöne Exemplare von den Herbsttrompeten finden. Die hier sind aber jetzt so mit Wasser vollgesaugt, dass es sich da kaum lohnt, die für Speisezwecke zu sammeln. Deswegen werde ich die auch hier stehen lassen. Ich wollte sie euch aber zeigen, ja, weil es wirklich schon, man möchte schon fast sagen, Paradebeispiele für Herbsttrompeten sind. Wirklich wunderbar schöne und große Bruchkörper. Ja, hier haben wir jetzt den ganz, ganz typischen Vertreter unter den Winterpilzen, der jetzt überall kommen sollte. Und zwar ist es der gelbstielige Muschelseitling. Ist der typische Verwechslungspartner vom Austernseitling und an sich eigentlich schon sehr leicht an den Farben zu erkennen. Ja, die sind immer so ein bisschen gelb-grünlich gefärbt, wie man hier sehr schön sehen kann. Und die Austernseitlinge ja eher immer so ein bisschen grau-bläulich. Und gerade auch auf der Hutunterseite gibt es da auch nochmal so einen handfesten Unterschied. Und deswegen werde ich da jetzt einen von den Muschelseitlingen rausnehmen und dann können wir uns den in Ruhe anschauen. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut mal, wer hier wächst. Nur ein paar Meter neben dem gelbstieligen Muschelseitling zeigen sich auch Austernseitlinge. Ja, woher weiß ich das? Ich habe schon einen abgemacht, riecht nicht nach Anis und auch die Hutoberseite ist relativ dunkel. Ich kann sie hier leider nicht zeigen, weil ich zu klein bin. Ist circa in 2 Metern Höhe, ja, vielleicht ein bisschen höher sogar. Ja, aber wir hatten ja gerade die gelbstieligen Muschelseitlinge. Das ist doch jetzt wirklich der perfekte Moment, um den Austernseitling hier nochmal direkt mit dem gelbstieligen Muschelseitling zu vergleichen und mal darauf einzugehen, auf was da zu beachten ist. Zu den wichtigsten Merkmalen vom gelbstieligen Muschelseitling. Wie von der Ansicht von oben schon beschrieben, hat er so eine ganz, ganz typische grün-gelbliche Farbe auf der Hutoberseite. Ja, und das ist wie gesagt schon das erste Unterscheidungsmerkmal zum Austernseitling. Den direkten Vergleich mit dem Austernseitling machen wir dann gleich. Ja, jetzt aber zur versprochenen Hutunterseite. Und auch da ist der Muschelseitling in der Regel immer so ein bisschen gelblicher gefärbt, gerade auch die Lamellen. Ja, und mit das wichtigste Merkmal und namensgebend ist dieser gelblich gefärbte Stielansatz. Könnt ihr das hier sehen? Ja, und das hat der Austernseitling so zum Beispiel nicht. Dann vielleicht noch darauf eingegangen, wie es denn mit dem Speisewert aussieht. Ja, der gelbstielige Muschelseitling ist ungiftig und könnte theoretisch verzehrt werden. Allerdings besitzt er keinen so wirklich besonders guten Geschmack und wird sehr, sehr schnell bitterlich. Ja, und das sagt den meisten, ich sage jetzt mal deutschsprachigen Gaumen, nicht so wirklich zu. In manchen Ländern wird er gerne gesammelt und verzehrt. Aber bei uns in Deutschland, beziehungsweise generell im deutschsprachigen Raum, wird der gelbstielige Muschelseitling eigentlich nicht als Speisepilz betrachtet. Und ansonsten, wenn er mal überlegt, ihn zu probieren, ja, das könnt ihr ruhig machen. Geschmäcker sind da sehr individuell. Die einen sagen dann vielleicht, nee, der ist nichts für mich, den sammle ich nicht mehr. Und vielleicht schmeckt er dem einen oder anderen, der den dann regelmäßiger sammelt. Ja, gehen wir vielleicht erstmal darauf ein, warum der Außenseitling hier kein Lungenseitling sein kann. Ja, das erste Indiz, dass das kein Lungenseitling ist, ist schon mal die Hutoberseite, die nämlich hier, obwohl die relativ ausgewaschen sind, relativ dunkel ausfällt. Also man kann hier schon sehen, das ist mehr gräulich als weißlich. Ja, und die Lungenseitlinge sind normalerweise deutlich heller gefärbt, fast komplett weißlich. Weiter geht's dann mit dem Geruch. Die Lungenseitlinge haben einen ganz, ganz typischen, süßlichen, aufdringlichen Geruch, den auch dieser Fund hier nicht hat. Ja, und deswegen habe ich den als Austernseitling bestimmt.
Ja, und kommen wir nun dann direkt zum Vergleich mit dem gelbstieligen Muschelseitling. Ja, ich hatte es vorher zur Erklärung beim gelbstieligen Muschelseitling schon erwähnt, dass auch die Lamellen beim gelbstieligen Muschelseitling immer so ein bisschen gelblich ausfallen. Ja, das sieht man jetzt aber, wenn man den gelbstieligen Muschelseitling alleine filmt, eigentlich nicht so gut, finde ich zumindest. Gerade aber, wenn man dann den Austernseitling daneben legt, ja, schaut sich mal diesen Farbunterschied an. Das ist doch eigentlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und alleine an diesem Farbunterschied bei den Lamellen, finde ich, kann man die beiden Arten schon sehr, sehr gut auseinanderhalten. Hier habe ich jetzt die Position von den beiden Austernseitlingen, die so ein bisschen auf dem Kopf liegen, nochmal ein bisschen geändert, damit man den Unterschied beim Stiel relativ gut sehen kann. Der Austernseitling wirklich mit so einem Stiel, der richtig ja, aus dem Substrat so rauswächst, bevor er dann erst in den Hut übergeht. Und beim Muschelseitling ist es so, da ist der Stiel ja, eher wie so ein kleiner Stummel, gar nicht richtig ausgeprägt und zusätzlich dann eben so typisch gelblich gefärbt. Ja, und zu guter Letzt jetzt noch der Blick von oben. Und da kann ich nur sagen, wenn man da schon ein bisschen Erfahrung hat beim Sammeln von Seitlingen, dann kann man normalerweise schon aus einiger Entfernung sagen, ist es jetzt eher ein Außenseitling oder ein Muschelseitling. Ihr seht es gerade jetzt, wo die beiden Arten so direkt nebeneinander liegen, ja, wird es ganz, ganz, ganz deutlich. Der gelbstielige Muschelseitling eben mit diesen grün-gelben Farben. Ja, und der Austernseitling mit den eher gräulichen Farben. Wenn man es ein bisschen flapsig formulieren möchte, ja, der Austernseitling so ein bisschen eintönig und der gelbstielige Muschelseitling so ein bisschen bunter. Ja, und es ist schon wirklich erstaunlich, was auf diesem Totholzstamm eigentlich los ist. Hier haben wir jetzt die andere Seite, hier auch nochmal gelbstielige Muschelseitlinge. Ja, und was wächst direkt daneben? Ein typischer Verwechslungspartner vom gelbstieligen Muschelseitling, nämlich der herbe Zwergknäueling. Ja, auch hier eine ganz, ganz große Gruppe mit zahlreichen Fruchtkörpern. Und ich denke, auch das hier ist jetzt nochmal eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, einen direkten Vergleich zu machen. Hier dann eben mit dem herben Zwergknäueling und dem gelbstieligen Muschelseitling. Hier oben habe ich schon einen von den herben Zwergknäuelingen rausgenommen. Ja, und wie man hier sehen kann, besitzt auch der herbe Zwergknäueling so eine ganz, ganz ähnliche Stielbasis wie der gelbstielige Muschelseitling. Ja, und bevor wir im Detail auf die Unterschiede der beiden Arten eingehen, legen wir sie erstmal nebeneinander. Ja, hier sehen wir jetzt links den gelbstieligen Muschelseitling und rechts den herben Zwergknäueling. Ja, und was sofort ins Auge springt, ist hier auch wieder mal der Farbunterschied. Der herbe Zwergknäueling eher so ein bisschen bräunlicher und der gelbstielige Muschelseitling eher gelblicher. Ja, und auch der Stielansatz, der schon so ein bisschen ähnlich ausfällt, ist dann doch eigentlich, wenn man es mal richtig nebeneinander legt, komplett anders gefärbt. Beim gelbstieligen Muschelseitling eben gelblich. Ja, und beim herben Zwergknäueling eher so ein bisschen hellbräunlich. Wenn man das Ganze dann von oben betrachtet, fällt auch hier wieder auf, der gelbstielige Muschelseitling mit seinen typischen gelb-grünlichen Farben. Ja, und auch hier der herbe Zwergknäueling einfach nicht ganz so bunt, eher bräunlich gefärbt. Und was mir im Video zumindest ansatzweise, aber vielleicht nicht so gut erkennen kann, der herbe Zwergknäueling ist in der Regel immer dünnfleischiger als der gelbstielige Muschelseitling. Ja, und hinzu kommt, dass ich mir jetzt extra beim gelbstieligen Muschelseitling ein junges Exemplar suchen musste, weil die gelbstieligen Muschelseitlinge auch deutlich, deutlich größer werden können als der herbe Zwergknäueling. Also der herbe Zwergknäueling hier ist wirklich schon relativ groß und ausgewachsen und der gelbe Muschelseitling hier ist eher noch ja, so ein bisschen im Kleinkindalter. Ja, ich denke, damit sollten die Unterschiede relativ klar sein. Ja, das soll es für die heutige Waldrunde dann gewesen sein. Ich bin da relativ schnell, relativ nass geworden. Ja, und dementsprechend bleibt es heute bei einer relativ kleinen Runde. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Ja, ein paar Arten haben wir gefunden. Es ist aber deutlich, deutlich weniger los hier im Laubmischwald, als ich es mir erhofft habe. Ja, ich meine, wir hatten noch überhaupt keinen Frost, nicht mal ansatzweise mal minus 1 Grad oder so in der Nacht. Und dementsprechend hätte ich eigentlich schon gedacht, dass ich vielleicht noch ein paar mehr Arten, vor allem aus dem Herbstpilzbereich, finden lassen. Aber
keine Täublinge, keine Schleierlinge. Ja, nichts, wo man sagen würde, okay, spannend, dass das jetzt noch wächst. Ja, und insgeheim hatte ich vielleicht auch schon noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es auch bei uns mit einem November-Sommersteinpilz klappt. Unter der Woche gab es ja da nochmal zahlreiche Funde in einigen Regionen, auch bei uns in der Nähe. Aber bei uns ist leider keiner mehr nachgewachsen, zumindest habe ich keinen entdecken können. Ja, ich hoffe mal, dass euch vielleicht diese Pilzvergleiche von den Winterpilzen, die ja jetzt dann überall zahlreich erscheinen sollten, so ein bisschen weiterhelfen. Vielleicht habt ihr es dann ein bisschen einfacher in den nächsten Wochen, die verschiedenen Arten richtig zu bestimmen. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen schönen Start ins erste Novemberwochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.